wird wahrscheinlich dann wieder der Lukas Alt sein, was der von Verkehr. Der wird das mit organisieren, weil das sind auch immer mit den Critical Mess, mit den Radeln unterwegs. Und vor allem. Schaut mal, da sind wieder ein paar Leute, die was glauben, mit Steuern kann man die Umwelt retten. Erhöht die Steuern, dann können wir die Umwelt retten. Entmachtet die Menschen, versklavt sie, damit die Umwelt gerettet wird. Ja, genau, das passiert nämlich so. Mehr Steuern, hey, wir müssen uns komplett aussehen mit unseren Steuern, dann können wir die Umwelt retten. Scheiß auf den alten, guten Umweltschutz. Klima-Lockdown. Ja, ganz genau, ja, Steuererhöhung. Und das 500-fache. 1 Euro nur noch Reingewinn bei der Arbeit, dann haben wir die Umwelt gerettet. Da ist ja der Lukas Holz, habe ich doch gewusst. Wo? Ja. Da, ja, da, von Verkehr. Mit dem habe ich früher viel partnermäßig zusammen gemacht und dann bei Corona ist er ausgestiegen. Occupy-Bewegung Salzburg habe ich mit dem zusammen gegründet gehabt 2008. Ist dann zu den Grünen gegangen und dann hat es aufgehört. Ja, die merken echt null in dem Hirn. Erhöht die Steuern, 500%! Entmündigt die Menschheit, dann können wir die Umwelt retten. Genau, Scheiß ja. auf den guten alten Umweltschutz. Wir brauchen keine Bäume mehr retten, keine Flüsse. Wir müssen nur die Steuern erhöhen, dann ist der Kass gegessen. Jetzt kommt der Eiermann. Ja. Aber da haben alle null Eier! Die sind impotent, weil sie die richtigen Vorratersorten haben. Ja, und weil alle so Dienstsamer sein müssen.